Einen wunderschönen guten Morgen, liebe SC Paderborn 07-Fans. Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem Format Analyse nach dem gestrigen Heimspiel gegen Arminia, was ja jeder weiß, 2:2 ausgegangen ist. Ich freue mich besonders, heute unseren Spieler Basti Schonlau hier zur Verfügung gestellt zu bekommen. Basti, ihr habt eigentlich heute frei, aber du hast es, ja, du hast es geschafft, noch um 9.30 Uhr hier zu uns ins TNLZ zu kommen. Danke dafür erstmal, gerne, dass du dir die Zeit nimmst und vor allem erst einmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Zweit-Bundesliga-Tor. Wie war es, das Gefühl danach? Ja, es war natürlich gut, gar keine Frage. Ich habe schon lange nicht mehr getroffen. Deswegen hat es mir natürlich gut getan und ja, ich habe immer so ein bisschen darauf spekuliert, dass ich doch auch mal wieder einen machen könnte. Jetzt war es gestern auch ein besonderes Spiel, denke ich, für die Fans, auch für uns Spieler und klar, deswegen habe ich mich natürlich doppelt gefreut. Wir haben erfahren, dass Steffen Baumgart dir gesagt hat, von wegen, es würde mal wieder Zeit werden für ein Törchen. Wie hoch war der Druck da? Ja, der war natürlich schon ein bisschen höher, gar keine Frage. Ich glaube, alle haben mich so ein bisschen gefoppt im Training. Ja. Dass es jetzt wirklich mal wieder Zeit wird und ja, gestern hatte ich dann wirklich das Glück, dass ich zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle war. Umso besser und umso schöner. Wir haben einmal die Taktiktafel bei uns im Format drin. Ich habe das schon mal vorbereitet, aber vielleicht zeigst du uns noch mal anhand der Verschiebung der einzelnen Spielerfigürchen, wie dieses Tor dann letztendlich zustande gekommen ist. Ja, also ich glaube erstmal, Clément bringt auch in der ersten Halbzeit schon einen sehr guten Freistoß auf den ersten Pfosten, wo wir sicherlich mehr hätten da sein müssen, wir sind nicht ganz hingekommen. Nichtsdestotrotz hat es ja dann trotzdem geklappt. Gut, Clément hat hier den Ball. Ich glaube, Uwe und ich, wir standen ungefähr hier. Der Ball kommt, Uwe und ich laufen rein. Ich glaube, Uwe ein bisschen tiefer als ich, stehe relativ weit vorne. Er kam hier hin. Zu spät. Er fliegt zum Glück über ihn. Ich sehe ihn relativ früh. Ja, kann hochsteigen und dann geht das schön ins lange Eck. Ich habe mir das Tor jetzt in der Wiederholung, ich glaube, 5, 6, 7 Mal angeguckt. Das sah schon sehr danach aus, als wenn ihr unter der Woche genau das trainiert habt. Ist das der Fall gewesen oder ist das so ein, ich sag jetzt mal, Zufallsprodukt? Zufallsprodukt würde ich nicht sagen. Natürlich, du kannst ja nicht alles genau einstudieren, aber trotzdem, klar, wir gehen natürlich in die Freistöße rein, auch in Ecken, generell in Standards. Ja, deswegen wissen wir schon ungefähr, wo die Bälle hinkommen, weil wenn Clément den Ball spielt, dann kann er das ja auch relativ genau machen. Deswegen war es nicht ganz so überraschend. Nein, und dann hat es halt einfach gut geklappt. Was sehr schön ist, ist, dass wir diese Saison keine Heimniederlage haben. Was auch interessant ist, ist, dass wir in der Schlussphase es immer noch wieder hinbekommen, das Spiel noch mal zu drehen, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Ist das ein Zufallsprodukt oder würdest du sagen, das ist uns als Spielern auf dem Feld sowas von klar, dass wir bis zur letzten Minute alles geben? Das ist uns auf jeden Fall klar, gar keine Frage. Ich denke, den Anspruch hat jeder an sich selber, dass wir wirklich bis abgepfiffen ist, alles raushauen. Zufallsprodukt, denke ich, kann man mittlerweile nicht mehr sagen, weil dafür war es jetzt wirklich schon zu häufig. Und das spricht natürlich für unsere gute Mentalität in der Mannschaft. Ja, dass wir wirklich nie aufstecken und dass wir uns aber auch bewusst sind, egal wie es steht, wir können zu jeder Zeit wirklich zurückkommen. Und das ist uns gestern wieder gut gelungen. Auf jeden Fall. 22 Punkte haben wir jetzt auf der Habenseite. Das ist schon mal die Hälfte der Miete, wenn man mal von den 40 Punkten ausgeht, die man benötigt, um einen Abstieg zu verhindern. Dennoch haben wir in diesem Jahr noch 3 Spiele. Tja, wie wollt ihr uns beschenken in den letzten 3 Spielen? Ja, natürlich mit möglichst vielen Punkten. Das ist ja gar keine Frage. Ja, wie viele es im Endeffekt werden, müssen wir dann gucken. Aber natürlich gehen wir mit Selbstbewusstsein durchaus in die letzten 3 Spiele. Ich glaube, wir haben jetzt ein sehr schönes Spiel vor der Brust in Hamburg. Klar, wir wollen möglichst viele Punkte holen und dafür werden wir alles geben. Du sprichst dich schon an, nächste Woche geht es weiter beim HSV. Ich sag mal, habe ganz gute Erinnerungen auswärts beim HSV. Wie seid ihr drauf? Wie müsst ihr das Spiel angehen? Was wird euch dort erwarten? Was denkt ihr? Ich denke, es wird auf jeden Fall ein anderes Spiel als jetzt gestern. Ja, Hamburg wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Fußball spielen, ja, auch wahrscheinlich längere Ballbesitzphasen haben, aber darauf ja, müssen wir uns einlassen in gewisser Weise. So, das müssen wir einfach wissen. Trotzdem wollen wir natürlich unseren Spielstil beibehalten. Ja, wir wollen weiter offensiv verteidigen. Wir wollen auch unsere Kontersituation nutzen, sicherlich auch mal den Ball in den eigenen Reihen lassen. Und grundsätzlich denke ich, kann man sich einfach nur auf das Spiel freuen. Gucken wir mal, was passiert dort.
Das sowieso. Alles klar. Köln, HSV, abschließend nochmal, so, das sind diese Mannschaften, die von der ersten Liga runtergekommen sind. Ist das nochmal so ein besonderes Spiel, was nochmal so einen extra Schub gibt, dann nach Hamburg zu fahren? Oder sagst du, das ist ein Spiel wie jedes andere auch? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich denke schon, dass das für viele Spieler ein Highlight ist, für mich auch, ganz klar. Ja, allein das Stadion, die 50.000, die wahrscheinlich da sein werden, das motiviert natürlich enorm, gar keine Frage. Und deswegen freuen wir uns riesig auf das Spiel. Das hat so ein bisschen diesen Bundesliga-Charakter. Und ja, wer genießt das nicht gerne? Also es kribbelt schon innerlich. Absolut, ja. Sehr schön. Super, dann sagen wir an dieser Stelle Dankeschön an dir, Basti, und wünschen dir ein schönes Wochenende, schöne zwei freie Tage. Haut nächste Woche im Training richtig ein und dann gucken wir mal, was beim HSV passiert. Okay? So machen wir das. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Ciao.